Welche Tools können bei der Umsetzung einer SEO-Strategie helfen? Die Steuerung geeigneter SEO-Maßnahmen ist nur möglich, wenn Erfolge oder Misserfolge auch erkennbar sind. Im besten Falle geht das schnell und kostengünstig. Als erstes Indiz kann die eigene Link-Popularität dienen. Für die automatisierte Prüfung sind REFs oder Open Link Profile kostenlose Optimierungen. Die Positionsüberprüfung scheint zunächst einfach, indem man die ausgewählten Suchbegriffe in die Suchmaschine eingibt und prüft, an welcher Stelle man aufgeführt wird. Wächst das Unternehmen, wächst meist die Anzahl der Keywords mit, sodass eine automatisierte Analyse sinnvoll ist. Software CleverStart ist kostenlos, dafür aber auch schon etwas älter. Neuere und kostenpflichtige Anbieter sind beispielsweise Internet Business Promoter, Advanced Web Ranking oder StatSearch Analytics. Als weiteres Indiz kann eine Logfile-Analyse durchgeführt werden. Ein Logfile ist ein automatisches Protokoll zuvor definierter Aktionen in einem bestimmten Zeitraum. Mit Hilfe von Statistikprogrammen kann beispielsweise herausgefiltert werden, wie häufig Webseiten von Suchmaschinen gecrawlt werden. Dabei muss berücksichtigt werden, dass unerwünschte Webcrawler diese Statistik verfälschen können. Daher müssen diese durch Einträge in der Robots.txt ausgeschlossen werden. Bekannte Programme für die Logfile-Analyse sind der SEO Logfile Analyzer und der Apache Log Analyzer. Bei der On-Site-Optimierung ist es sicherzustellen, dass die Suchmaschine dasselbe sieht wie die Nutzer. Für Google ist das mit der Google Search Console überprüfbar. Die Google Search Console ist ein kostenloses, von Google zur Verfügung gestelltes Tool, das eine Menge von Analysefunktionen für die eigene Website anbietet. Unter anderem ist es damit möglich, Fehler im Code, der Sitemap, der URL-Struktur oder bei internen Links zu finden. Weiterhin werden relevante Daten wie beispielsweise Links und Suchanfragen, durch die Nutzer auf die Webseite gestoßen sind, der Status der Indexierung sowie das Crawlverhalten dargestellt. Letzteres ist mittels der URL-Inspection möglich. Der zu überprüfende Link wird einfach in die Searchbar eingegeben und live getestet. Nach dem erneuten Crawlen kann man sich das Ergebnis über View Tested Page ansehen. Es wird der HTML-Code angezeigt, der Screenshot, der die mobile Ansicht der Seite anzeigt und weitere Informationen, beispielsweise welche Ressourcen nicht über die URL abgerufen werden können. Durch URL-Inspection bietet die Google Search Console auch die Option, eine erneute Indexierung zu beantragen. Die Qualität der Verlinkung der Webseiten hat einen hohen Einfluss auf deren Ranking. Daher sollten veraltete Links, die zu nicht mehr existenten Seiten führen, sogenannte tote Links, vermieden werden. Der Xenius Linksloth Link Checker ist ein geeignetes Tool, um die eigenen Verlinkungen schnell zu überprüfen und die Links zu aktualisieren bzw. auszutauschen. Es geht nicht primär darum, die meisten Nutzer auf die eigene Webseite zu locken, sondern diejenigen, die den meisten Umsatz machen, indem sie sich tatsächlich für die Inhalte interessieren. Aus diesem Grund müssen die Keywords und Links sinnvoll und ansprechend sein. Für Unternehmen, die eine SEO-Strategie verfolgen, lohnen sich darum meist Werkzeuge, die viele Funktionen auf einmal bieten. Die Tabelle gibt eine Übersicht über gängige Programme. Sie werden anhand der Funktionen Ranking Monitoring, Backlink Monitoring, Keyword Search, Link Research, Link Building Plan und PPC Research bewertet. Ranking und Backlink Monitoring sind Funktionen, die den aktuellen PageRank und die Anzahl der Backlinks, also die Anzahl der Verweise von einer Domain zu einer anderen, überwachen. Keyword und Link Research sind Bereiche, die sich einerseits mit der Optimierung der Schlagwörter und Schlagwörtergruppen und andererseits mit dem Link Profile auseinandersetzen und damit die Aufmerksamkeit und Auffindbarkeit zu erhöhen. PPC Research steht für Pay-per-Click Research. Dabei handelt es sich um eine Analyse der Effektivität von Schlagwörtern. Die Programme SEO Profiler, ContentBird, Systrix und Xovi bieten alle der vorgestellten Funktionen. Dabei bieten SEO Profiler und Systrix eine kostenlose Version, während die anderen bis zu 100 Euro monatlich kosten. Für andere Bereiche ist eine universelle Kernausrichtung nicht erforderlich. Mit spezielleren Tools wie SEO Spider oder Testomato können On-Site-Analysen bzw. das Monitoring separiert durchgeführt werden, was sich in deutlich günstigeren Preisen niederschlägt. Besondere Merkmale der hier gelisteten Programme sind: Arefs hat eine besonders große Datenbank von Backlinks und analysiert den Traffic der Konkurrenz. SEO Profiler hat
hat einen großen Funktionsumfang und verzichtet überwiegend auf Fachtermini, sodass der Einstieg für Laien einfach zu gestalten ist. Xovi erfüllt ebenfalls alle der vorgestellten Funktionen, bedarf aber aufgrund der Fachsprache mehr Einarbeitung. SEO Spider ist als Download erhältlich und erlaubt es, 500 URLs gratis zu crawlen. Testomato verfügt über einen Echtzeit-Alert, sodass Anpassungen so schnell wie möglich vorgenommen werden können.